Und dementsprechend habe ich eine Geschichte geschrieben, eine fast wahre Geschichte, über einen filmreifen Urlaub und deswegen auch filmreif, weil es eine Wortspielgeschichte ist, vollgepackt mit Begriffen rund um die Filmwelt. So. Schon bei der Urlaubsplanung war klar, dass ich mich an einen Profi und nicht an einen Laien wandte. Also ging ich ins Reisebüro zu meinem Kumpel André. Aber ich war noch unschlüssig, was genau ich bei André buch. Strandurlaub, Sightseeing, Outdoor-Reise. Spontan sagte André buch Outdoor. Das klang gut, aber ich wollte eher ausspannen, denn ich hatte mich gerade von Anna getrennt, weil sie nie die Wahrheit sagte. Sobald sie den Mund aufmachte, war klar, dass analog. Also buchte ich einen Kurzurlaub im ländlichen Digital, wo alles viel ruhiger als in einer Stadt ist. Dort wurde ich direkt von einer Kuh begrüßt, die klang wie ein Singvogel. Wirklich, die Kuh machte Mu wie Star. Außer der Kuh ließen sich noch ein Reh und ein V blicken. Also Reh und V waren noch da. Und das Reh verrichtete gerade ziemlich laut seine Notdurft. Ich hatte ja schon damit gerechnet, hier einiges zu sehen. Aber nicht damit, dass ich einen Regisseur... Riechen konnte ich es allerdings auch. Und es roch so gar nicht wie Parfüm oder Video. Als das Reh fertig war, taumelte es weiter. Vielleicht hat es zu viel getrunken und war blau. Ja, vielleicht war es ein Blu-ray. Da kam das Pfauenmännchen herbei und schlug ein Rad, um dem Reh zu imponieren. Ja, obwohl das Reh getaumelt merkwürdig aussah, mochte DVDs. So wankte das Reh weiter umher und trotzdem umgarnte der VHS. Aber die Tiere schienen wohl auf, also ging ich ins Hotel, checkte ein und ging in die Hotelgaststätte. Dort war nur noch ein Ecktisch frei, aber mir war es egal, dass ich nur einen Platz im Make-up. Dann kam die Kellnerin. Sie war wunderschön. Ein steiler Zahn, und zwar von Fuß bis Kopf. Ihr wisst schon, ein Zahn, der von den Zehen bis zum Haar steil ist. Bei ihren formvollendeten Rundungen fragte man sich, ob sie denn noch Doppel-D hatte oder HD, sie sogar 3D. Die Schönheit empfahl mir das Tagesgericht, das Omelette mit besonderen Eiern aus Ferl. Das klang gut, also bestellte ich die Ferleier. Wir haben ja Zeit. Ist ja Urlaub, ne? Die Kellnerin ging zurück an die Theke und lächelte mir zu. Ich war aufgeregt, aber riss mich zusammen. Ich war ja schließlich kein lüsternes Tier. Mir musste man keinen Maulkorb vorspannen. Aber trotzdem achtete ich darauf, dass ich ihr nicht dauernd nachspann. In der Gaststätte war viel los, so konnte ich mich ablenken. Auf einem Flatscreen. Okay. Auf einem Flatscreen lief ein Fußballspiel und das wollte hier mehr als nur ein Fan sehen. Einer erklärte mir, es geht um die doppelte Titel und bei einem Sieg feiern wir an der Body Double. Okay. Machen wir einfach schnell weiter. Im Moment stand es 16-9. Bei so vielen Toren hatte man das Gefühl, einer hätte sie bestellt. Und zwar nicht pro Stück, sondern pro Dozent. Als ein Gegenspieler die rote Karte bekam, rief der Fan hämisch, Ciao, Spieler! An einem Tisch war ein Mann namens Eddie so betrunken, dass er mit seinem Spanferkel spielte, weil es aussah wie sein Hund Ian. Die Sau ähnelte so sehr Rien, dass Eddie immer wilder wurde und sie in seinem Übermut auf den schmutzigen Boden fallen ließ.
Ja, Achtung, jetzt wird es noch interessant. Ja, dank seinem wilden Spielfilm, die Soundtrack. Und zwar ungeschnitten. Ja, jetzt hatte die Soundeffekt. Aber das kümmerte Eddie wenig und er rief nur: Kino und Bier! Och, wieso nur eins? Komm doch gleich mit am Set. Oder noch besser, bring mir den ganzen Casting. An einem anderen Tisch beschenkte gerade ein junger Mann seine Freundin. Er gab ihr eine Kette mit einem diamantbesetzten F, einer Sonderanfertigung für seine geliebte Philippa. Aber der arme Kerl hatte nicht bedacht, dass sich Philippa mit PH schreibt und nicht mit F. Als sie das spezielle F sah, wurde Philippa sauer. Ja, mit seinem Spezial-F eckte der junge Mann mächtig an. Philippa stand auf und das FSK 18 Sekunden später im Müll gelandet. Er wollte sich entschuldigen, aber sie sagte nur Klappe und machte ihm noch zusätzliche Szene. Trotzdem bewahrte er erweiterte Fassung, hoffte aber vergeblich auf ein alternatives Ende. Aber vielleicht gab es ja doch noch eine Fortsetzung. An meinem Nachbartisch wurde Skat gespielt. Sogar der Hoteldirektor machte mit. Ja, hier spielte sogar der Director's Cut. Der war früher Pressesprecher am berühmten Hof der vielen Könige, dem sogenannten Merkinghof. Dann kündigte er bei den Kronen und eröffnete das Hotel. Seine Skatpartner wussten nicht, dass sie einen Kronensprecher bei sich hatten. Denn er wollte es hinter sich lassen und vermeiden, dass jemand nach dieser Storyboard. Plötzlich rumpelte es gewaltig und die Tür der Besenkammer ging auf. Da kam aus der Kameramann. In der Kammer stand ein goldener Putzeimer und in diesen hatte der Mann soeben sein Geschäft verrichtet. Er erklärte stolz wie Oscar, dass er gerade einen Golden Globe nutzen durfte. Es war der Trunkenbold Eddie, der zuvor sein Spanferkel hatte fallen lassen. Er hielt die Kammer fürs Herrenklo und dachte, auf der Tür stand Man. Für Eddie wurde der Abenteuer und für den Wirt war es der blanke Horror. Er rief Eddie zu: Komm, Eddie! Und ließ ihn ins Krankenhaus bringen. Dort hatte sein befreundeter Arzt, Dr. Requisite, der war dort Notaufnahmeleiter. Also war Eddie gut versorgt. Dann kam die schöne Kellnerin mit meinem Essen zu mir ins Action. Sie meinte, das wäre nicht der erste Vorfall mit Eddie. Die geschehen öfter. Allein diesen Monat seien es 4 geschehen. Wir kamen ins Gespräch. Sie verriet mir, dass sie Holly heißt und ich sagte ihr, ich fände sie attraktiv. Nach dem Essen kam Holly wieder und schaute mich intensiv an. Ich dachte erst, vielleicht hat Holly Wut. Doch sie setzte sich zu mir und legte mir ihre Hand ganz nah auf den Namen. Ich war überglücklich und musste aufpassen, dass ich vor lauter Freude keine Liedchen-Trailer. Doch ich wollte Gewissheit und erklärte: Holly, ich bin kein Rockstar, kein Gitarrist oder Drama. Ich bin auch kein Professor, ich studiere nicht mal. Sie sagte: Ich habe gar kein Interesse an Draufgängern oder Selbstdarstellern. Auch ich bin nicht perfekt. Zum Beispiel beim Bowling kannst sicher sein, dass ich immer da nebenrolle. Und wenn ich sagen würde, ich kann zaubern und Zeichentrick, wäre das eine Lüge. Holly und ich verliebten uns sofort. Wir zogen zusammen und genießen seitdem das Landleben im Digital. Happy End.